Dann das und das. Das sollte klappen ohne Probleme. Okay, dann haben wir hier noch was in Paris. Das ist aber, obwohl es machbar eigentlich. Dazu nehmen wir hier den. Hier den, hier den, hier den. Ne, das ist nicht machbar. Ne, ne, ist nicht machbar. Ein-Sterne-Missionen. Was ist das für Deutsch? Ey, das ist doch voll die Ein-Sterne-Missionen. Dann machen wir die Ein-Sterne-Mission für den Zweier-Typen hier. Die sollte der schaffen, alleine. Das lohnt sich voll, da kriegt man voll, auch voll viel Geld und EP. Und der Rest ist für die hier. Okay, das sollte klappen. Und sonst machen wir noch in Lissabon hier die. Und zwar für den und für den und den. Dann haben wir das so. Ups, da bin ich gegen meine Xbox gekommen. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Xbox. Konstantinopel, hier, so, dahin kommen wir als nächstes in der Story, im nächsten Teil. Konstantinopel, genau. Macht mal eure Mission, ich kann euch später dann, komme ich später mal gucken, wie ihr euch geschlagen habt. Was ist los mit dem? Ich glaube, ich erlöse ihn von dem Bösen. Nee, hier mit. Dann habe ich auch so ein berittenes Pferd, wenn es nicht abhaut. Also ein berittenes Pferd. Was war das denn? Ich meine so ein gepanzertes Pferd. Oder mit einem ordentlichen Sattel, wie auch immer. Ist zwar ein bisschen langsamer, aber dafür auch leichter zu steuern, finde ich. So vom Gefühl her. Nun gut, kaufen wir uns mal was. Wir haben jetzt mittlerweile 120.000. Da darf man sich auch was gönnen. 46.000, ja, gönnen wir uns direkt mal was Teures. Und zwar, wir holen uns hier das Kolosseum. Wow, wir verdienen jetzt 9.996 pro 20 Minuten. Das ist sehr viel, nicht? Nun denn. Als nächstes wollten wir dann noch zwei andere Sachen kaufen, nämlich an. Komm, das haben wir uns auch noch. Dann hier den Schneider. Ich brauche einen Schneider, weil ich einen Riss in der Hose habe. Und dann den Arzt. Komm schon. Gerüstetes Ferdinand. Das schaffst du. Das kostet aber jetzt nicht so viel, oder? So 20.000 wären okay. 27.000, okay. Machen wir mal 27.000. Jetzt haben wir noch 47.000. So schnell geht das Geld wieder runter. Aber dafür haben wir jetzt auch 10.036 Einkommen. Das heißt, ich muss eine Stunde warten und dann haben wir 30.000 in der Kasse. Was okay ist, finde ich. Also wollen wir sowieso alles gekauft haben noch. Wir sind reich und haben das Geld. Oder so ähnlich. Wir sind jung und brauchen das Geld. Ja, das geht auch. Nein, ich bin gerade am Reiten. Ich habe da keine Zeit für dich. Hi, hi. Nun gut. Jetzt kaufen wir uns das hier aber, den Schneider. Weil wir einen Riss in der Hose haben. 1320 ist ja läppisch. Das ist ja nix, ist das. Verdiene ich ja locker in 20 Minuten. Verdiene ich ja mehr. Wer kann ein wenig Goldbrokat schon widerstehen, Juster? Juster, hast du einen Beutel, hast du neue? Messergürtel? Brauche ich nicht.
Labern wieder mal einen Dünnpfiff da. Sehr peinlich ist das. Wenn ihr hören würdet, was sie labern, würdet ihr euch schämen dafür, dass ihr mich kennt. Dass ich Leute kenne, die sowas labern. Ach ja, da sagt man 2 Millionen Mal, was man macht, und trotzdem wird man ignoriert. Aber ich bin auch kein... Naja. Die Leute verstehen es nicht. Oder das Gehirn kann das nicht verarbeiten, die Aufforderung. Oder die Anfrage, bitte für eine gewisse Zeit nur nicht so laut rumzubrüllen. Also sie brüllen ja nicht, aber die reden irgendwie viel zu laut. Ich weiß auch nicht. Das stimmt was nicht. Nur an Festtagen. Okay. Gut, hier ist die Mission, aber wir wollen uns erstmal das hier holen, den Arzt. Weil, ja, warum nicht? Weil wir eh alles brauchen. Letzten Endes brauchen wir alles. Und die Story, da müssen wir machen, damit wir auch die anderen Sachen freischalten können. Dottore. Ihr leidet an der grausamen Malaria Tropica? Dann habe ich hier zerquetschte Moskitos. Nein, tue ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie die zerquetschten Moskitos helfen sollen. Ich könnte auch die alle verkaufen. Boah. Was wären das? Nicht so viel, ne? So viel ist das gar nicht, was ich hier hab. Das da vielleicht, aber... Nee, lassen wir das. Wir haben auch so... Medizin können wir mal kaufen. So ein bisschen was, ja. Haben wir wieder voll gemacht, passt schon. Ja, das ist jetzt besser. Aber ich sage immer, Vorsorge ist die beste Heilung. Das stimmt, mein Freund, das stimmt, aber... Ist mir egal. Die Sachen müssen wir uns auch noch alle schnabulieren, einschnabulieren. Dann sollte das... Auf jeden Fall sollte das dann, ja, gut klappen. Das wollte ich sagen. Fehlt auch gar nicht mehr so viel. Zu 62% haben wir Rom wieder aufgebaut und zu 87% den Bezirk hier. Das heißt, das fehlt noch. Gut, obwohl ich würde sagen, bevor wir die Story weitermachen, tun wir das Gebiet hier mal komplett restaurieren. Ja, können wir machen. Das sollten wir mal machen. Gucken wir mal, was die Bank sagt, ob wir da noch ein bisschen was abheben können. Ich meine, ist ja auch wieder 20 Minuten locker vergangen. Ups, Entschuldigung. Nein, macht es nicht. Und zwar haben wir 9000, ja, gut. Ist jetzt nicht so viel. Aber ich würde sagen, wir restaurieren zumindest den Bezirk hier vollständig. Ja, kann sein. Ich möchte aber erstmal reparieren. Hier können wir Geschäftsaufträge machen. Davon, zweimal Terrakotta-Gefäß. Okay, Rüstung können wir uns aber... Doch, können wir uns was Neues holen. Das finde ich gut. Römische Armschützer. Das ist in Ordnung. Ich habe gerne geholfen. Ja, finde ich gut. So was macht man auch. Man sollte sich immer gegenseitig helfen. Ich gebe dir Geld und du gibst mir das, was du dafür geben kannst. Das ist ein guter Deal. Mit Geld kommt man immer weiter. In der Welt. War schon immer so, seit es Geld gibt. Mein Herr, mein Herr! Nein, nicht mein Herr. Ich möchte jetzt meine Ruhe vor dir. Und ich möchte mehr Geld ausgeben, aber nicht für dich. Dass du verschwindest, das will ich nicht. Ich kaufe mir nur hier alles. Machen wir mal die Söldner hier rein. Komm, ist egal, was eigentlich. Ist ja eigentlich egal, was da reinkommt.
nutze ich zwar nicht mehr, aber seit dem zweiten Teil, glaube ich, da habe ich die öfter mal benutzt. Na, das waren die Diebe, glaube ich, oder? Ja, ich glaube eher die Diebe, aber passt schon. Was haben wir hier noch? 88% restauriert. Wow, das schreitet voran. Das ist nur ein Gebäude. Der Schneider geht auf jeden Fall noch. Die Sachen gehen da auf jeden Fall noch. Und ansonsten... Ich glaube, das war's dann. Müssen wir halt auch alles machen, Leute. Ich meine, ich will wenigstens rum zu 100% wiederherstellen, bevor wir in den nächsten Teil gehen. Und wenn es durch dieses Warten ist, während ich nichts mache, offline halt. Irgendwann müssen wir das schaffen. Also müssen wir nicht, aber will ich. Das will ich. Wobei ich auch nicht sagen kann, ob ich rum wirklich zu 100% aufbaue. Weil in die Länge ziehen würde ich das LP dafür nicht. Ich werde nur so gucken, oder so gut es geht halt, darauf achten, dass ich offline noch ein paar Münzen mache. Vielleicht das bei der nächsten Session wir dann wieder bei nochmal 100.000 dazu kriegen oder so. Das wären aber dann auch rund 200 Minuten. Muss mal schauen. Okay. Unser Scharfrichter wurde zuletzt durch die überstürzte Entbindung von seiner... Ich muss was trinken. ...einen besonderen Thron in der Hölle. Ich würde ihn gern dorthin befördern. Der Tee war ja schon kalt, also... deinen letzten Schluck auch kalt genießen. Aber Tee geht immer. Tee ist gut. Ja. Übrigens habe ich letztens nochmal einen Bericht über einen gesehen, der allergisch gegen Wasser ist. Ist die Frage, ob das nur bei Hautkontakt so ist oder auch wenn er trinkt. Weil ich meine, in jedem Getränk ist ja letztendlich Wasser drin. Also, der Hauptbestandteil von jedem Getränk ist ja Wasser. Zumindest kenne ich kein Getränk, was nicht aus Wasser bestehen sollte. Ich meine, Teer? Trinkt man Teer? Und ist in Teer auch Wasser drin? Ach, keine Ahnung. Gut, den Schneider renovieren wir auch mal. Damit haben wir wie viele Schneider jetzt? 8 oder so? 8. Seht euch die Ware nur an und ihr erkennt, dass ich nicht lüge. Dass ich nicht lüge. Das kann sein. Ah, jetzt haben wir noch mehr. Ich brauche aber keine Messergürtel. Ich werfe nicht gerne Messer. Die Armbrust ist mir da lieber. Das wollte ich sagen. Die Armbrust ist mir um einiges lieber. Hier haben wir noch das da, das Pantheon. Das wird wahrscheinlich am meisten hier kosten. Wird wahrscheinlich um die 27.000 wieder oder um die 20.000. 20 bis 30 wird es auf jeden Fall sein. Nehme ich an. Wenn es noch mehr ist, dann lasse ich es, glaube ich. 40.000 würde ich dafür jetzt nicht ausgeben. Obwohl, gut, kann man trotzdem machen. 49, also das habe ich jetzt nicht. Also die 49.000, die... Also die könnte ich mir schon gönnen, aber dann könnte ich mir den Rest nicht mehr gönnen. Okay, dann gönnen wir uns die 49.000, dann haben wir das hinter uns. Ist jetzt auch unser Gebäude, dann können wir jetzt mit der Story weitermachen. Den Rest kann ich mir gerade nicht leisten. Exodus. Okay. 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 Ich glaube, wir haben jetzt alle Missionen fertig. Das heißt, wir können da wieder hingehen. Ich bin aber nicht ganz sicher. Dann machen wir erstmal Story. Dann gehen wir dahin. Story und dann gehen wir dahin. Genau. Wir haben jetzt 92% alles restauriert. Da fehlt jetzt wirklich nur noch der Schneider hier oben und das Gebäude nehme ich an. Und dann sollten wir alles haben. In diesem Bezirk, ne? Das heißt nicht, dass wir die anderen Bezirke... Hier haben wir nur 38%. Hier haben wir 48. Ja. Was ist das für ein... Vaticano? Okay.
Gut, machen wir mit der Story weiter. Ups, da kommt schon wieder gegen die Xbox. Was soll das denn? Nicht durch aus Versehen die Disc rausnehmen, weil ich dagegen komme. Nun denn, auf geht's. Auf und davon. Ich glaube, jetzt haben wir auch unsere Ruhe, weil keiner mehr da ist. Gut. Könnte sein, dass es gleich einen Hänger gibt, weil ich gerade nebenher noch am Gendern bin. Ghost Recon, die dritte Session. Damit der Kevin das bearbeiten kann. Ich muss das ja hochladen, aber ungerendert wäre das viel zu groß, um es hochzuladen. Da würde ich ja ewig, also... Ne, das geht aber nicht, mein Freund. Nun, wir haben uns was gegönnt, das finde ich ganz gut.